Ja, servus Leute und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge LS19 auf der Campaign of France. Ja, ich bin gerade auf der Suche nach dem Ballenwagen. Ballenspieß. Das ist der Pflug. Das ist die Ballenpresse, das ist der Drescher mit dem Schneidwerk, ne? Das ist das. Nee, da kann es nicht sein. Oder hatten wir den da irgendwo stehen lassen? Nee, eigentlich nicht, ne? Mysteriös, mysteriös. Wo ist unser Ballenwagen? Wer hat den Ballenwagen geklaut? Wer hat dem. Haben wir hier was reingepackt? Nee, da haben wir doch nichts reingepackt, Leute. Hä? Wo ist der Ballenwagen? Jetzt bin ich total am Zweifeln. Hier ist er auch nicht, ne? Nee. Da ist noch Mist. Das ist das. Da ist nichts drin. Das ist der Anhänger. Das ist die Spritze. Bin ich selber irgendwie am Zweifeln an mir. Okay, das geht nicht auf. Wie sieht's hier aus? Ja, ist auch keiner drin. Hä? Leute, ich bin am Zweifeln. An mir selber. Weil ich nicht weiß, wo wir den Ballenwagen hingepackt haben. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Ach, da ist er ja. Stimmt, wir wollten eine Transportmesse machen und haben festgestellt, dass da kein Platz ist für Ballenwagen. Stimmt. Hier steht der Kollege. Na gut, Ballenwagen gefunden. Ballenwagen gefunden. Perfekt. Mission erfolgreich. Sehr gut. Gut, dann fahren wir jetzt zu Feld 19. Wenn schon, dass wir da die Ballen natürlich aufgeladen kriegen, endlich. Das mit dem Ballenwagen suchen hat ja jetzt eine ganze Weile gedauert. Aber okay. Fast 5000 Euro haben wir auf dem Konto, das ist nice. Hoppala. Fast 5000 Euro haben wir auf dem Konto, das ist richtig, richtig nice. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Ne, wie gesagt, dann können wir jetzt die Beine aufladen. Ist, denke ich mal, auch nicht verkehrt, wenn wir das machen. Also verkehrt wird es auf jeden Fall nicht sein, ne? Die werden wir brauchen können. Dann können wir, wie gesagt, auf eigenen Feldern gucken, dass wir dann eher Raps oder Sojabohnen pflanzen oder irgendwas, was nicht unbedingt Stroh bringt. Weil, wie gesagt, Stroh selber dann so gesehen genug haben erstmal. Wie gesagt, hier haben wir nicht wirklich Möglichkeiten, das ordentlich zu machen. Hier müssen wir gucken, wie kommen wir voran.
Wie kommen wir am besten voran? Wie können wir das am besten gestalten? Das am besten, indem wir hier natürlich den Ballenwagen ausnutzen und den Ballen direkt an der Wand hier platzieren. Nicht 10 Meter weit weg. Das ist auch relativ wichtig. Platz sparen. Das ist eigentlich soweit in Ordnung. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Und wenn wir den festschnallen, dann ist das nämlich schon mal in Ordnung. Dann werden wir den Ball uns schnappen. Dann können wir hier nämlich den Ballen hier organisieren bzw. operieren. Nee, nicht operieren. Jetzt bin ich schon bei Project Hospital. Aufspießen. Aufspießen wollen wir den, ne? Den wollen wir aufspießen, nicht operieren. Das ist ein völlig falscher Begriff gewesen. Da war ich in einem verkehrten Spiel gerade drin. Wer übrigens Project Hospital natürlich gucken will, ne? Gerne. Ich habe da schon einige Folgen rausgebracht und es werden auch noch einige Folgen. Ich habe schon ein paar Folgen zu viel aufgenommen eigentlich. Ich bin jetzt insgesamt, glaube ich, bei 67 oder 76 Folgen oder sowas und es sind jetzt so, keine Ahnung, 14, 15 Folgen draußen oder sowas. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Aber okay, es macht Spaß, total aufzunehmen. Auch die anderen Projekte, Sosnovka und Alpine Challenge, mega cool. Auch die LS13 Vesprit Chelsea Revival Challenge finde ich mega spannend. Wir werden da auch jetzt demnächst relativ gut weiterkommen, das denke ich mal schon. Und ich freue mich natürlich auf weitere coole Projekte. Ich habe noch eine ganze Liste mittlerweile hier an Projekten, die wir definitiv machen können und die auch noch anstehen. Auch mit geplanten Folgen und so eventuell. Und wie gesagt, da wird noch einiges kommen. Project Hospital allein, da sind wir jetzt, bin ich jetzt bei 76 Folgen oder sowas in der Aufnahme. Und da werden, denke ich mal, um die 1000 Folgen mit Sicherheit zusammenkommen. Wir haben, nee, verrate nichts. Wir haben da schon relativ viel geschafft in den Folgen. Das sage ich mal so. Aber wir müssen noch relativ viel optimieren und wir können eventuell noch relativ gut vorankommen. Beziehungsweise müssen auch noch weiter optimieren. Das ist das Problem. Weitere Optimierungen, immer wieder umbauen und. Das ist ein Game, wo man wirklich oft umbauen muss. Man muss Geld verdienen, muss wieder ein bisschen umbauen, ein bisschen wieder optimieren und ja, das dauert natürlich relativ lange alles, das ist klar. Aber auch hier muss man immer wieder optimieren, man muss gucken, welche Maschine holt man, welche lässt man hier auf der Campagne of France, vor allem hier kann man nur mit den kleineren Maschinen arbeiten, größere nicht wirklich gut, weil man hat hier nicht wirklich die guten Möglichkeiten, ne? Man hat hier nicht wirklich gute Möglichkeiten, da der Platz relativ eng ist. Das heißt, große Maschinen kannst du hier komplett knicken eigentlich. Was heißt eigentlich? Die kannst du hier knicken. Von daher muss man gucken, okay, wie kriegt man es am besten mit kleinen Maschinen so gut wie möglich hin, dass es passt. Na, das ist der Knackpunkt hier auf der Map. Bei anderen Maps, Nordfriesisch Marsch zum Beispiel oder Westbridge Hills, okay, da kannst du von mir mit größeren, oder vor allem Nordfriesisch Marsch, da kannst du mit größeren Maschinen arbeiten. Aber das ist hier leider nicht möglich. Das ist hier leider nicht möglich, das ist das Problem. Aber gut, das kriegen wir trotzdem hin. Bin auch relativ optimistisch. Ich meine, wir haben jetzt die Ballenpresse einmal hier wieder
ein bisschen geschrottet, da wir dagegen gefahren sind, ne? Nein, wir haben hier relativ viel geschafft schon. Es ist noch einiges zu tun hier auf der Map, das ist klar. Wir spielen auf einfacher Geschwindigkeit, also Echtzeit. Ist aber für mich auch kein Problem, da wir ja noch einiges machen können. Und ich denke mal, wenn wir mehrere Felder haben, werden wir noch viel organisieren müssen. Und ich denke, das ist dann nicht verkehrt, wenn wir dann da auf Echtzeit spielen. Ich denke mal, das ist dann nicht verkehrt. Wir werden noch viel, viel Hektik hier und Stress hier haben. Mit der Zeit, wenn wir mehr Felder besitzen. Wir wollen ja jetzt gucken, dass wir bei Feld 30 warten, bis der Mais fertig ist. Und dann wollen wir da natürlich gucken, dass wir da natürlich das Feld mit dem Feld 31 verbinden. Das ist auch nochmal so ein Knackpunkt, den wir natürlich machen müssen. Den wir machen wollen, um größere Felder zu besitzen. Um nicht immer jedes Mal abzubrechen. Okay, ne? Das ist das, das ist das, das ist das, ne? Sondern da haben wir noch ein bisschen was zu tun und das kriegen wir hin. In dem Sinne, natürlich ist das auch nicht verkehrt. Wie gesagt, hier brauchen wir erstmal in Richtung Stroh arbeiten bezüglich Missionsfeldern, dass wir natürlich noch eine ganze Menge Stroh zusammenbekommen. Wir werden aber auch noch auf den eigenen Flächen Richtung Stroh arbeiten müssen. Aktuell wollen wir erstmal in Richtung Kühe gehen, ne? Beziehungsweise ja, in Richtung Kühe gehen, beziehungsweise Schafe, dass wir da natürlich nochmal relativ viel Geld bekommen können zusätzlich. Und das werden wir auch zusammen kriegen. So, letzter Ballen hier, das ist nice. Ich hätte eigentlich auch Bock auf die Nordfriesische Marsch, vierfach wieder, auf dem LS19, ja. Problem ist nur, es ändern sich andere die Version. Entweder wir sagen, wir bleiben in einer Version. Wir fangen die Version an und bleiben dann in der Version. Egal, was passiert oder nicht. Ob es noch ein Update gibt oder sonst was. Wir bleiben dann in dieser Version. Das können wir, denke ich mal, gerne machen. Da müssen wir aber erstmal Missionen fahren ohne Ende. Um natürlich Geld zusammenzukriegen für die ganze Produktion. Aber ich denke mal, das könnte dann auch trotzdem relativ interessant werden. Oder wir suchen uns noch eine kleinere Map aus und machen die. Das wäre auch eine schöne Variante. Die mir natürlich auch gefallen würde. Klar. Mittlerweile bin ich sowieso mehr auf den kleineren Höfen oder Karten unterwegs als auf großen, weil es einfach mehr Spaß macht. Man muss mehr überlegen. Klar, man muss auch auf großen Maps überlegen, ja, wie geht man jetzt am besten vor? Und wie macht man es am besten, ne? Aber ich finde, auf den kleinen Maps muss man viel mehr überlegen als auf großen. Weil einfach das Problem ist, du hast nicht wirklich viel Platz, ne? Du hast nicht wirklich viel Platz auf den kleinen Maps und das ist die Sache. Deswegen müssen wir da am besten schauen. Das ist das Problem hier, ne? Und wir werden jetzt am besten mit dem Kipper hier natürlich die Frucht eben wegfahren zum Verkaufspunkt. Dann werden wir Feld 19 hier abschließen. Wir haben, glaube ich, keinen Ballen übersehen, soweit ich das sehe. Nein, wir haben keinen Ballen übersehen. Das heißt, wir können jetzt im Prinzip in Richtung Verkaufspunkt fahren, die Sachen wegfahren, beziehungsweise das Getreide wegfahren. Und dann sollten wir es eigentlich auch gut hinkriegen mit Feld 20. Wir werden noch drei Ballen drauf stapeln. Dafür haben wir noch Platz. Und ich würde eigentlich gerne Feld 19, Feld 20 würde ich eigentlich gerne kaufen. Das ist auch so eine Option, die ich mir überlegt habe. Und dann auch beide Felder miteinander verbinden. Das wäre auch eine coole Sache. Dann können wir in einem durcharbeiten. Und haben dann nochmal den Zwischenstreifen, den Grundstreifen und nochmal Acker. Fläche gewonnen. Aber wie gesagt, das ist eine Überlegung, die wird auf jeden Fall noch kommen. Beziehungsweise das ist eine Überlegung, die ist da. Und ob wir das machen, beziehungsweise wann wir das machen, müssen wir mal schauen. Ich meine, die Felder sind, denke ich mal, auch relativ teuer. Wir können mal eben schauen, wie teuer die sind, was wir uns da vornehmen.
76.000 bzw. 54.000 können wir vielleicht als erstes hier Feld 20 holen, danach Feld 19. Da haben wir noch einen Grünstreifen dazu, könnten wir vielleicht auch noch mähen, könnten wir auch noch mal Geld rauskriegen durch Silage oder sowas oder Heu für die Kühe. Ich weiß es nicht. Wir müssen einfach mal gucken, wie sich das entwickelt hier weiter. Wir haben einige Möglichkeiten hier auf der Campaign of France. Wir müssen gucken, was wir schaffen, und das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie auf Dauer hin. Ne? Das weiß ich definitiv. So, jetzt fahren wir erstmal zum Verkaufspunkt. In der nächsten Folge werden wir dann, denke ich mal, die Frucht verkaufen, hier den Rest ins Hofsilo bringen. Ich will nicht alles verkaufen, ich will noch ein bisschen was einlagern. Und dann schauen wir einfach mal, was sich ergibt. Gut, in dem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sag ja mal, bis dahin, Servus und Tschüss.